Funville ist scheiße. Da kann man sich ja ist der beste deutsche Minecraft-Server. Einen drauf machen und die Sau mit seinen Freunden dann rauslassen, ab zu der Hausparty, viele sind schon da, viele kennt man, manche sieht man zum ersten Mal, er trinkt viel und die Woche ist vergessen, er wird locker und redet mit den Gästen, Partystimmung, alle sind jetzt munter, er sieht sie, sie kommt die Treppe grad runter und sie flüstert, ich habe was für dich, komm mit nach oben, ja dann bekommst du mich, und er fragt sie, ey sag mal wie alt, sie sagt 16, warum fragst du weshalb, du siehst jung aus, doch bist nur 2 Jahre jünger, so eine wie dich wollte ich schon immer, und er folgt dir nach oben, doch was er nicht weiß, sie hat gelogen, jetzt dreh die Zeiger zurück, zurück, er kommt nicht einfach zurück, zurück, die Zeit vergeht und es ist echt geschehen, bereu deine Tat, es ist jetzt zu spät, jetzt dreh die Zeiger zurück, zurück, er kommt nicht einfach zurück, zurück, die Zeit vergeht und es ist echt geschehen, bereu deine Tat, es ist jetzt zu spät. Alleine im Zimmer, sie küssen sich wild, und es ist klar, was er von ihr will, und sie lässt es zu, sie zieht sich aus und sie macht ihm klar, sie will es auch, sie sind grad dabei, da geht auf einmal die Tür auf und ein heller Schein macht sichtbar, was dort geschieht, sie fängt an zu schreien, sie rennt raus, ja sie flieht, jetzt sind sie das Thema der Party, alle lästern, jeder nennt sie die Schlampe, die im Bett war, mit diesem Typen, den sie nicht mal kennt, und das Schlimmste daran, sie ging fremd, sie hat einen Freund und sie ist auch keine 16, 3 Jahre jünger, zu jung für das Sexsehen, sie ist das Gespött, noch monatelang, doch sie hat einen Plan, wieder Ehre zu erlangen, jetzt dreh die Zeiger zurück, zurück, er kommt nicht einfach zurück, zurück, die Zeit vergeht und es ist echt geschehen, bereu deine Tat, es ist jetzt zu spät, jetzt dreh die Zeiger zurück, zurück, er kommt nicht einfach zurück, zurück, die Zeit vergeht und es ist echt geschehen, bereu deine Tat, es ist jetzt zu spät. Schon am Montag geht sie zur Wache, sie macht eine Anzeige zu dieser Sache, das Image will sie retten, indem sie ihn anscheißt, sie wurde vergewaltigt, lügt sie nun ganz dreist, jetzt ist sie das Opfer, nicht mehr die Schlampe, und die Polizei, sie muss jetzt handeln, sie holen ihn zu Hause ab, ab in Urhaft, und er schwört, sie hat es freiwillig gemacht. Doch man glaubt ihm nicht und er kommt vor Gericht. Er verliert den Prozess und jetzt ist er gefickt. Seine Anklage, Kind vergewaltigt, obwohl er doch dachte, dass sie 16 Jahre alt ist. 7 Jahre Knast gibt der Richter, das hält er nicht aus. Er dreht durch, das ist sicher. Er ist unschuldig, zählt nun die Tage. Er fasst den Entschluss, er nimmt sich das Kabel ab um den Hals und er bindet den Strick. Dann kippt der Stuhl weg, es bricht sein Genick. Und 2 Tage später erfährt sie es auch. Als sie zur Polizei geht, kommt alles raus. Sie wollte alles beichten, die Wahrheit erzählen, doch es ist schon zu spät, die Zeit zurückzudrehen, alles für das Image, auch das ist jetzt nichts wert, sie kann es bereuen, doch zurück kommt er nicht mehr. Jetzt dreh die Zeiger zurück, zurück, er kommt nicht einfach zurück, zurück, die Zeit vergeht und es ist echt geschehen, bereu deine Tat, es ist jetzt zu spät. Jetzt dreh die Zeiger zurück, zurück, er kommt nicht einfach zurück, zurück, die Zeit vergeht und es